Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rising World. Es ist Dienstag, der 8.11.2016. Es ist 16 Uhr, als dieses Video auf dem Kanal hier erschienen ist. Und zu dieser Zeit hoffe ich, dass mein Kleiderschrank schon da ist. Und für moralische Unterstützung habe ich mir dann auch in dem Augenblick mal den Kev Game geholt. Guten Tag, Leute. Super, dass ihr dabei seid. Eigentlich kennt ihr es ja, aber egal. Immer dienstags normalerweise der Kev Game, aber heute mal als moralische Unterstützung. Nee, man kann ja nie wissen. Es könnten ja jetzt theoretisch neue Zuschauer dabei sein, die mich noch gar nicht kennen. Genau, also das ist der Kev. Kev, das sind die Zuschauer. Sag mal hallo, Kev. Hi, Leute. Hallo, Kev. So, Kev, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Ich weiß nicht, ob du es so siehst. Ne? Ich habe hier so einen, ich sehe es gerade, ja. So einen kleinen Kellergang jetzt mal so gemacht, dachte ich mir. Gab es ein neues Voting? Nö, es gab leider diesmal aktuell keine Items. Aber okay. Auch, ist nicht so weiter schlimm. Ja, hab's mir ja auch so schön gemütlich eingerichtet und so weiter. Also hat sich nicht viel geändert, ne? Also ich kann jetzt hier jedenfalls überleben. Ja, sagen wir es so, in der Wirklichkeit könnte ich jetzt hier auch überleben. Ich bräuchte nur LTE oder sowas, dann wäre alles in Ordnung. Ja. Ja, was? Ich habe hier ein bisschen was zu essen. Was zum Heil... Also zur Heilung natürlich das Hanf, ne? Ist ja eine Heilpflanze. Hier habe ich ein bisschen Wasser. Wenn es regnet, habe ich noch mehr Wasser. Aber im wirklichen Leben würde es nicht funktionieren, da das kein zauberes Wasser ist. Das könntest du abkochen. Dafür habe ich auch hier Bäume. Okay, die Bäume wachsen jetzt hier mal eben über Nacht. Ja, gut. Absolut realistisch. Passiert im echten Leben auch so. Ja. Nimmst du so ein bisschen Knochenstaub oder sowas, ne? Und dann... Let's go. Joho. Und auch schwebende Inseln hast du ja auch so viele. Die Erde war früher eine Scheibe, ne? Genau, das hier ist ein anderer Planet, deswegen, ja. Ne? Genau. So, also, ich mache jetzt eigentlich auf dieser Insel grob gar nichts mehr so wirklich groß. Außer hier halt so kleine Feinheiten verbessern. Weil, ich jetzt wirklich auf das Dungeon-Update warte. Der Daxoras kann zurzeit nichts machen, weil sein Rechner es irgendwie nicht schafft. Keine Ahnung, whatever. Bei ihm ist jetzt hier echt noch nichts weiter passiert. Und ja. Und bei mir, das sieht eigentlich da schon sehr weit in Ordnung aus. Da bin ich eigentlich ganz glücklich mit. Kann ich mit leben. Kann ich mit arbeiten. Gut, ich könnte mir jetzt noch eine schöne Tür dahin machen, weil es ja ein Kellereingang ist. Müsste ich mal nach unten gehen. Ach, verdammt. Falscher Eingang. Muss ich mich erst dran gewöhnen, dass ich jetzt den Eingang woanders habe. Könnte mir da eine sieht ganz schick aus. Tür machen. Genau, so eine möchte ich machen, aber... Dafür sollte ich mir erstmal Holz machen. So. Und dann machen wir die Tür. So, und dann kann ich da oben schön hinpacken und dann sieht das auch alles wieder top aus. Ja, aber das Einzige, was ich halt noch gemacht habe, ist sortiert und so weiter. Also, ich hoffe ja wirklich, irgendwann, wenn dann das Dungeon-Update kommt, ja. Ich meine, jetzt klar, das TNT-Update, das war echt geil, muss ich sagen. Finde ich geil. TNT. Das fand ich richtig geil, das TNT-Update. Finde ich immer noch richtig geil. Sollte eigentlich zu Halloween rauskommen oder zu Halloween erscheinen. Bloß aufgrund des Halloween-Sales wurde das Ganze halt verschoben. Auch cool. Weil Rising World dann untergegangen wäre und dann hätte es keiner mitbekommen. Also ich finde eigentlich schon, man kriegt das sehr gut mit, weil, ja, wo ist meine ganze Bandbreite hin? Ach, Steam lädt wieder was. Was lädt's denn? Oh, Rising World, ein Update. Cool. Was wollte ich denn? Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt hier so ein bisschen sortiert, ne? Brennholz, da hinten haben wir Hanffasern. Hier habe ich, glaube ich, Bretter drin und Holz, ne? Genau, das muss ich eigentlich noch woanders hinpacken. Erde und Sand. Sand habe ich ja schon mal geschenkt bekommen in der letzten Zeit und Steine. Genau, hier habe ich die Setzlinge. Ach, ich kann noch 57 Bäume pflanzen, hallo? So, und hier habe ich das, was ich suche, nämlich meine Sichel. Das Holz bringe ich noch runter. Ich sortiere nämlich jetzt immer schon schön, ja, à la Minecraft-Manier. Ich sehe es. Ultimativ. Normalerweise, also auch bei Minecraft, bin ich sogar so dreist, wenn ich Singleplayer gespielt habe. Ich habe wirklich für jedes Item eine Kiste gemacht. Also,
Ich weiß ja jetzt nicht, wie du bei Minecraft sortierst, aber wenn ich jetzt so zum Beispiel unsere Sky-Family-Sachen da sehe, ja, dann hast du da Grünzeug, Erze, wobei, okay, die Erzkiste war ja jetzt von mir, als Scherzkiste. Aber ansonsten so, ich sortiere dann wirklich schon die einzelnen Items. Also bei mir wird es dann Zuckerrohr geben, Kohle, Holzkohle. So krass bei mir nicht. Ich kann ja, das habe ich glaube ich sogar schon mal gesagt, ich habe früher mal Skyblock gespielt, aber der Server ist irgendwie zu dumm gewesen, meinen Fortschritt mitzunehmen und ich habe den auch schon eine E-Mail bekommen, habe bis jetzt keine Antwort bekommen, ich glaube ich schreibe den nochmal, weil die hatten ein Skyblock-Update und dann sind alle Inseln weg und ja, der Zeitraum, wo man sich die wiederholen konnte, ist rum. Ist auch geil, das war gerade ein Monat mal, also wenn man in Urlaub ist irgendwie im Monat, ja, hast verkackt. Das müsste ich sagen, wer ist bitte schon über einen Monat im Urlaub. Oder mal vielleicht keinen Bock auf den Server hat. Was weiß ich. Okay. Oder mal irgendwas, ich finde einen Monat einfach zu wenig, um seine Insel zu übertragen. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das sollte man eine Zeit lang lassen. Es gibt auch mal Leute, die vielleicht keinen Bock auf den Server haben, die mal eine Zeit lang vielleicht kein Internet haben, Probleme haben. Man kann nie wissen. Es kann immer irgendwas passieren. Und in dem hatte ich echt viele Kisten. Hatte ich eine Kiste für Pfeile, für Ausrüstung, für Erze, ohne Witz. Da hatte ich aber dann alles drin. Eisen, Gold, Diamant, alles. Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte das dann halt mir wirklich so angewöhnt. Riesenlager gemacht, ja. Da habe ich noch Hexit gespielt. Ah ja. Da hast du ja wirklich Massen an Sachen. Und da habe ich wirklich für jedes Item eine einzelne Kiste gemacht und das dann wirklich auch so gelagert. Auch für jeden Produktionsschritt, ne? Wenn wir jetzt mal einen Kürbiskuchen nehmen, ne? Habe ich da Zucker, da habe ich Kürbis, da habe ich Eier. Ja, vorher habe ich dann halt noch aus dem Zucker das Zuckerrohr und dann halt wirklich für jeden Bearbeitungsschritt habe ich dann halt, ne, das Ganze dann so jeweils eine Kiste. Ja. Klar, das ist nachvollziehbar. Ende, klar. Dass am Ende dann eh Kürbiskuchen rauskommt bei den ganzen Sachen. Ja, gut. Ne. Aber egal. Es ging mir einfach ums Prinzip. Und jetzt habe ich schon wieder eine Katze auf meinem Schoß. Das Problem ist, ich habe eine saudünne Hose an, weil ich nämlich mir gestern einen Wachsstreifen abziehen durfte. Und wenn der jetzt. Aber er hat kratzt, sich nicht ausgezogen. Nein, ich habe mich nicht ausgezogen. Nein. aber es hat weh. So, 60. Das. Heute ihm hat es insgeheim gefallen. Also, er will eigentlich, dass sie nochmal spendet, dass er es nochmal machen kann. Ganz du knicken. Es tut weh. Das einzige Gute ist, dass jetzt wieder. Ab 20 Euro. nee, was will ich denn? Ich wollte sortieren. Das sollte da rein. Für Rohstoffe. Hier siehst du, ich habe noch 41 Steine. Ich könnte jetzt hier noch den Boden ausbauen. Hier mal eine Grillecke oder so, weiß nicht, da nochmal schöner machen. Katze, möchtest du auch was ins Mikrofon sagen oder warum schmust du das, ne? Ich weiß, dass du jetzt schmusen willst, aber jetzt ist gerade ein bisschen ungünstig. Du hörst doch, dass ich jetzt gerade hier ein Let's Play mache, oder? Interessiert dich nicht, ne? Du willst jetzt gekuschelt werden. Ja, komm, ist klar. Also, Leute, die Katze übernimmt den Channel. Genau. Cat Plays, ab jetzt. Genau, Cat Plays. So, aber hiermit bin ich noch nicht ganz zufrieden. Hier muss noch irgendwie sowas davor, so ein Cupboard oder sowas wäre doch nicht schlecht, oder? Ich habe gerade einen Begriff verstanden, den du, glaube ich, nicht gemeint hattest. Ein Cupboard. Ja, weil das hat sich bei mir gerade so angehört wie Kackboard und das ist, glaube ich, falsch. Ach, kann man auch sagen, wenn man will. So könnte man das Ganze auch bezeichnen. So, machen wir mal so, mal gucken. Und wenn ich das dann schräg mache. Eins, das reicht so von der. Ja, das reicht eigentlich schon fast so von der Tiefe her. Wenn ich das jetzt so. Wo willst du das eigentlich genau machen? Was? Wofür magst du das jetzt genau? Einfach, damit es schöner aussieht. Achso, jetzt sehe ich, glaube ich, was du machen willst. Okay, ja. Oh. Weiter sind sie noch da dran, oder nicht? Machen wir jetzt mal so. Ist das jetzt ein bisschen zu viel? Ist das too much? Die eine Platte vielleicht nicht unbedingt, aber
Die erste würde ich vielleicht lassen. Ja, das ist so. Oder halt kleiner könnte ich es noch machen. Mal gucken, wenn ich es ein bisschen kleiner mache. Das geht ja auch. Was das eine ist, finde ich halt zu kurz und das andere finde ich halt dann doch zu lang. Ja. Also so könnte gehen. So könnte passen. Ja, es sieht schon besser aus. Cool, weil es schräg ist, geht es hier nicht. Haha, geil. Da muss ich hier nochmal ganz kurz ein bisschen anpassen. Warte, jetzt ernsthaft? Ich wollte gerade sagen. So. Dass es schön geschlossen ist. Da war nämlich so eine kleine Lücke. Jawohl, jetzt sieht das doch hier schon besser aus. Jo, finde ich doch, sieht besser aus mit. Also, das andere war, fand ich halt zu kurz und das finde ich jetzt halt dann doch eigentlich in Ordnung. Ja. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Größer, größer. Wieso? Oh, Kata! Oh, Kata! Mhm. Also, Leute, macht keine Let's Plays, wenn ihr Haustiere habt. Echt, unmöglich. Okay, das muss einen rüber. Genau. So, passt das? Es ist zu hoch. Es ist zu niedrig. Oh, Katze, jetzt reicht's aber. Nein, nicht runterrutschen, dann kratzt du. Oh, Mann! Ja, ich komme nicht wirklich hier zu was zu machen. So, ich habe halt eine glatte Hose an, Kater. Okay, und das Ganze muss ich jetzt einmal nach links verschieben. Wie gesagt, im nächsten Stream spenden wieder 20 und dann. Hat er wieder Spaß, ne? Hat er wieder Spaß, genau. Wohlgemerkt, das geht nur bei den Montags- und Freitags-Streams. Bei den Mittwochs alle zwei Wochen. Je nachdem, wie es zeitlich passt. Also YouTube-Recording-Streams, da geht's nicht. Genau. So. Ist es die Farbe, die mich stört, oder ist es die Dicke, die mich stört? Ich bin jetzt gerade echt so ein bisschen. Der hier stört mich auch noch. Ist es die Farbe? Die Farbe passt irgendwie nicht, ne? Vielleicht ein bisschen was Dunkleres. War ich auch die ganze Zeit am Überlegen. Was Dunkleres. Mal gucken. Habe ich hier noch ein bisschen Holz? Da habe ich noch ein bisschen Holz. Das ist was Dunkleres. Was Dunkleres meinst du? Holzbalken. Oder einfach nur was Dreckigeres. Genau, ganz dreckig. Ganz ekelhaft. Aber trotzdem glaube ich auch dünner. Ich glaube, das ist dick, oder? Ja, ein bisschen dünner vielleicht noch, ja. Also. Aber nicht so ein kleines Spiel, das würde dann auch nicht so gut aussehen. Müssen wir mal gucken, warte mal. Ich hab ja jetzt hier was wieder. So. Steuerung drücken. War klar. So. Muss ich eigentlich erstmal runtergehen. Geil. So, dann ein so. Geht's noch dünner? Ja, es geht noch dünner. Gut, dann machen wir es jetzt mal so dick. Okay. Das heißt, das ist da. Jetzt müssen wir mal gucken. Das müsste auf der Höhe sein und. Oh, Kater. Langsam gehst du mir aber echt auf die Nüsse. So, jetzt muss ich erstmal schlafen gehen, sonst sehe ich es nicht. Ist so dunkel jetzt gerade. Okay, jedenfalls sieht man da schon mal mit dunkel, dass es besser aussieht. Gut, jetzt haben wir Tag. Jetzt können wir mal gucken, komm. Jetzt gucken wir mal. Ja doch, das mit. Wenn es dreckiges Holz ist, sieht es doch besser aus. Doch.
Ja, schaut sehr gut aus. Doch, das passt doch so, so abgesetzt mit der Tür und dem ganzen anderen hier. Doch, finde ich in Ordnung. Jetzt bräuchte ich da so einen Schaukelstuhl so in der Ecke. So, so wie so ein Typ aus Texas, so mit einer Schrotflinte dann so richtig schön so wippend, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann sitze ich hier. Ja, ja. Runter von meinem Grundstück. Bam. So, ja. Eine teilweise ruhige Folge. Wir hatten halt heute ein bisschen, muss man sagen, schon genug Gesprächsstoff. Das stimmt, ja. Soweit sind das ist das war zwar alles geklärt, aber trotzdem war halt genug Gesprächsstoff und jetzt hier war es wirklich mal so ein bisschen gechillt, entspannt, ein bisschen wirklich mal auf das Spiel bezogen hier mit der Säule. Mal gucken, vielleicht setze ich da doch noch so einen Zaun hin. So Kentucky-Zaun so. Hm. Wissen, einige wissen, dass wir immer montags das Community-Turnier haben und dort dann die NX-Gerüchte haben. Und da haben wir ja auch recht viel geredet in dem Community-Turnier und ja. Genau. Oh, ich hab hier wie Minecraft. Lalalala. Aber richtig. Trotzdem, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zu Rising World. Ich bedanke mich nochmal beim Kev, dass er trotzdem sich die kurze Zeit noch genommen hat und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Ich gehe baden, haut rein. Tschüss. Kein Problem, haut rein und ciao.